Am Freitag wurden diese Aufnahmen von Überwachungskameras veröffentlicht, auf denen das dramatische Zugunglück des Vortags in der Nähe von Ankara zu sehen ist. Bei der Kollision war ein Hochgeschwindigkeitszug am frühen Morgen frontal gegen eine Wartungslok und dann gegen eine Überführung geprallt, die danach teilweise einstürzte. Teile der Brücke fielen auf die Waggons. 9 Menschen, unter ihnen ein Deutscher, starben, über 80 Personen wurden laut Staatsanwaltschaft verletzt. Unter dem Verdacht der Fahrlässigkeit wurden 3 Bahnmitarbeiter von der Polizei festgenommen.